Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. Dann würde ich nämlich sagen, führen wir als erstes Mautstraßen ein. Jetzt wird das der würde sich wahrscheinlich noch mehr freuen. Ja, das wird, falscher Knopf. Das wird Dustin auch nicht sehr glücklich machen. Toll Roads. Implement. Und unser Income davon, das kann man nicht wirklich als Income bezeichnen, aber so, Autofahrer finden es richtig doof. Na, lassen wir es vielleicht in der Mitte. Kapitalisten ja, finden es, das ist ein massiver Zuwachs bei den Kapitalisten, das ist krass. Car Usage wird gar nicht so krass, minus 2,8. Aber die Verkehrsverstopfung nimmt stark ab. Ja, ich finde es in so einem Mittelwert auch gut. Mir wäre es wichtig, dass der Bereich Equality nicht allzu sehr ins Rote abrutscht. Da sind wir bei minus 1,14. Ich würde den tatsächlich noch ein Stückchen hochsetzen. Dann ist Equality nicht ganz 1,4% nimmt ab. Aber wir tun auch wirklich was für die Gruppe der Kapitalisten, die uns doof finden. Und das ist tatsächlich mal eine Sache. Wir haben einen kleinen Impact auf Car Usage. Also gar nicht so klein. Minus 3,45 ist gar nicht schlecht. So denn? Losgehen. Also ich denke auch, das passt so. Gut. Gucken wir kurz die Probleme durch. Da unkompetitive Wirtschaft hat sich nichts getan. Pollution, die Umweltverschmutzung, ganz leichter Abwärtstrend. Die Proteste stagnieren. Die Gig Economy ist wieder ein Stückchen angestiegen. Die Wasserknappheit nimmt ganz leicht ab. Fettleibigkeit nimmt weiter ab. Die Doctor Strikes sind ganz leicht auf dem Trend nach unten. Überfüllte Krankenhäuser stagniert und die Asthma-Epidemie weiterhin hoch stagnierend. So, untere Arme greifen. Economy. Nicht wirklich, was uns, also höchstens das Business Council. Und hier hätten wir noch. Oh, da könnten wir irgendwie sehen, dass mit der Carbon, der Kohlenstoffdioxid. 39. Ich kann mich dran erinnern. Also hoffentlich erinnere ich mich nicht falsch, dass wir in Democracy 3 den Climate Change Adaption Fund mit der CO2-Steuer refinanziert haben. Korrekt, das war so. Wir haben auf die CO2-Steuer hingespart und haben dann damit den Climate Change Adaption Fund refinanziert. Ja. Und wenn wir so einen ähnlichen Ansatz jetzt auffahren würden, könnten wir den Climate Change Adaption Fund auch finanziell hochfahren, sodass die Auswirkungen auf Umwelt und Co. schneller da sind, wären. Mhm. Ja. Wir müssten im Prinzip einmal, wir brauchen 39, wir kriegen 21, das heißt eine Runde nichts machen und wir können maximal 42 ansparen. Ich hätte jetzt gesagt, das können wir machen. Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken uns nochmal unsere Bubbles an. Ja. Yeah. Wir haben hier dieses Dings gar nicht angefasst, diese Umstrukturierung, die Finanzen, Popularität, der Einfluss und der Wert. Und gewichtet. Er schließt sich jetzt aus meinem. Ich wollte noch mal reingucken. Aber gibt uns jetzt keine Sache. Also Value.
Ich muss auf jeden Fall mir als Vorbereitung fürs nächste Mal, werde ich mir mal genau durchlesen, was diese Sachen hier genau bedeuten. Ich war jetzt gerade nur neugierig, aber mein Blick ist hierauf gefallen. Worker Safety, weil da ist alles grün, das heißt, wir können, da brauchen wir nur einen politischen Einfluss. Und da wollte ich mal reingucken. Ich dachte, das würde auch in irgendeiner Form auf Work Week oder auf die Arbeitnehmerrechte, also ist ja ein Arbeitnehmerrecht, es wirkt sich auf die Gesundheit aus. Ich dachte, hier wäre auch irgendwie etwas für die Streikgeschichten oder sowas, ein Hebel, den man beeinflussen konnte, ist aber leider nicht. Allerdings hat es erstmal Grund, ja, die Produktivität geht ein Stück zurück. Allerdings, wie hoch oder wie positiv wirkt sich das auf die Gesundheit aus, weil wir da ja auch noch so ein paar Schwierigkeiten hatten und auch nicht so richtig wussten, an welchen Stellschrauben wir das angehen können. Das wären 0,5% Health dazu. Und zwar gehen die Zahl der Selbstständigen zurück. Allerdings wissen wir ja auch nicht, was das für Selbstständige sind, ob das jetzt genau dieser Bereich der Gig-Economy ist, der uns von angenervt hat. Das stimmt. Wo wir auch nicht richtig wussten, wie kriegen wir das auf die Reihe. Ja. Insofern könnte ich mir das gut vorstellen. Wir hätten die 5 politischen Kapital verbraucht, würden nee, dann wir eine Runde... brauchen halt nur eins. Wir brauchen nur eins. Stimmt, wir brauchen nur eins. Wir haben noch 5. Na dann. Stimmt. Na dann. Dann machen wir das. Ja. Was haben wir hier noch? Also dann würde ich tatsächlich nochmal hier reingucken, weil es zeigt uns ja tatsächlich, welche Sachen wir noch anfassen können. Überall, wo grün ist, haben wir noch Möglichkeiten, hoch oder runter zu gehen. Ich würde mir gerne mal den Bereich rechts oben anschauen. Dieses Welfare. Ja. Genau. Und zwar oder anders? Nee, nochmal komplett anders. Wir hatten vorhin bei den Policy-Vorschlägen noch Gleichberechtigung mit dabei und Gleichstellung. Vielleicht kriegen wir da was hin. Da weiß ich aber nicht, ob wir da mehr politisches Kapital brauchen. Das war in der Economy, ne? Wir brauchen mehr politisches Kapital. Ja, Diversity Quotas kostet 22. What? Okay, gut zu wissen. Vielleicht was für später. Ja. Okay. Aber sowas zum Beispiel könnten wir auch mal machen. Ja, Cyberbullying Awareness Campaign könnten wir auf jeden Fall einführen. Kostet uns nicht viel. Ja. Lohnt sich. Eltern freut, Jugendliche freut. Dann machen wir das nochmal. Und ruhig auch hoch, ne? Ja. So, haben wir noch 2, dann nehmen wir das mit in die nächste Runde, in der wir nichts tun werden, um die CO2-Steuer einzuführen. Korrekt? Richtig. Okay. You're panicking about approval ratings. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Zwischensachen tatsächlich die ganze Zeit nur etwas sind, was gegen Trump geht. So, okay, das geht hoch. Environmental Conservation Aid, also Umwelt oder Erhalt der Natur. Eine internationale Organisation hat große hat große Mengen an Hilfe in unsere in den Erhalt unserer Umwelt investiert. Nett. Ja, die Patrioten finden es doof, aber the environment, also nicht Umweltschützer, sondern die Umwelt an sich liegt plus 14 zu. Das ist ja großartig. Definitiv, das gefällt mir gut. Ja. Tolles Ereignis. New Major Donor. Endlich. Ja, der alte ist weg, den haben wir verärgert. Okay, da haben wir auch gar nicht mehr drauf geguckt. Wir haben einen neuen Spender.
Und ansonsten keine Dilemmata oder irgendwie oder irgendetwas, was jetzt neu ist. Und anscheinend kein Bahnstreik. Schön. Es ist ein Moment, um kurz durchzuatmen, bevor wir jetzt wieder auf nächste Runde klicken, um dann eine CO2-Steuer einzuführen. Richtig. Ich gehe kurz die Problemchen durch. Und nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist gleich geblieben und Verschmutzung geht runter, so dass es nicht mehr pulsiert. Das ist ja schon mal schön. Die Proteste sind gleich geblieben. Gig Economy ist gleich geblieben. Wasserknappheit leicht gesunken. Fettleibigkeit leicht gesunken. Doctor Strikes gleich geblieben. Überfüllte Krankenhäuser gleich geblieben. Und Asthma-Epidemie leicht gesunken. Okay. Dann nächste Runde. Krass. So. Eine Daryl Gonzalez möchte mit uns sprechen. Unser Welfare-Minister. Und er möchte... seine Zufriedenheit oder seine Loyalität nimmt ab. Und er schlägt vor, compulsory work for the unemployed. Verpflichtende Arbeit für Arbeitslose. Ich finde, er sollte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Ich gucke dir das mal kurz an. Ich denke nicht, Tim. Das ist eine Politik, der ich generell nicht zustimmen möchte. Okay, wir haben eine... Okay. Es ist kein Streik eingetreten, das ist ganz kurz davor. Vorm Startträger. Ganz kurz davor. Also wenn das losgeht, bin ich wirklich gespannt, wie sich das finanziell bei uns auswirkt. Ja. So, und jetzt haben wir eine... wieder ein Dilemma. Ein Verbot von Nicht-LED- Glühbirnen. LED-Glühbirnen sind sehr, sehr effizient. Noch effizienter als die kompakten Fluoreszenzlampen, also Energiesparlampen, deutsch übersetzt. Und dann können wir einmal verbieten von Nicht-LED-Lampen. Weil die LED-Glühbirnen haben sich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Oder dass man dieses Verbot ablehnt. Es ist nicht lange her, da waren die kompakten Fluoreszenz, also die Energiesparlampen, der neue heiße Scheiß. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, der neue heiße Scheiß waren Energiesparlampen in den 90ern. Mhm. Das war vor 25 Jahren, das ist lange her. Und ja, es war eine Zwischenstufe, es ist leider Quecksilber drin. LED-Technologie nicht so wirklich. Gallium, Arsenid und was da nicht alles so drin ist, sind auch keine seltenen Erden. Nur mal so nebenbei. Ja, man könnte jetzt noch überlegen, wie viel Energie verbraucht wird, um die LED- oder ob mehr, oder zumindest fragen, ob mehr Energie verbraucht wird, um die LED-Lampen zu produzieren als bei anderen. Aber mich überzeugt ehrlich gesagt die zweite Argumentation einfach nicht so richtig. Nee. Also die erste leuchtet mir ein. Ich meine, nur von dem gesehen, wie das jetzt hier dargestellt ist. Ja. Der letzte Satz in der zweiten Option unten ist sehr schön. Wenn die Regierung CO2 besteuern möchte, okay. Aber lass die Verbraucher ihre eigene Entscheidung treffen. Freunde, das kurz bevor wir eine generelle CO2-Steuer einführen, das ist ja schon eine Weitsicht. Und wir werden LED-Lampen, werden nicht LED-Lampen verbieten. Zack, boom. Umweltschützer finden es gut, Liberale finden es nicht gut, Kapitalisten finden es nicht gut, die Energieeffizienz steigt um 5%. Na, das ist doch mal eine Sache.
So, und da die verpflichtende Arbeit führen wir nicht ein. Wir haben gesagt, wir behalten dich im Auge. Und im Auge haben wir dich. Das braucht leider auch Kapital, um dich zu feuern. Aber was wir jetzt tun werden, ist die CO2-Steuer einführen. Um Gottes Willen. So, verrückt, oder? Was machen wir mit dem ganzen Geld? Wir werden schon was finden. Auf jeden Fall. Auch da finde ich, im Vergleich zu Democracy 3 gibt es viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Ja. Also nicht nur, dass wir weniger politisches Kapital haben, aber es ist auch so unglaublich kleinteilig. Es gibt so viele Sachen, die hätten wir längst gemacht. Ja. Und die würden wir auch gut finden, aber es gab bisher noch nicht die Möglichkeit. Ja, und vor allem, aber wir sollten auch mal hier in diesen Bildschirm reingucken, überall, wo noch grüne Sachen sind, weil ich glaube, da können wir halt auch noch mit den Reglern spielen von den Sachen, die schon da sind, weil man da auch einen besseren Überblick hat mit den Indikatoren außenrum. Jetzt die Frage, wie hoch machen wir die CO2-Steuer? Jeder findet's doof, also everyone findet doof. Und das, der BIP hat ein 5%. Waren wir da vorhin nicht irgendwie gefühlt beim Anschlag? Ja, stimmt eigentlich. Im positiven Sinne? Ja. Ich würde tatsächlich noch ein Stück höher gehen. Okay. Na dann. Aus sowas wie 13. Ja. Ja, damit kann ich gut leben, weil ein paar von den Dingen können wir gut gegensteuern, um die Menschen wieder zufriedener zu machen. Ja. Sehr schön. Wir müssen uns halt keine Gedanken um die Umsetzung machen. Wir können einfach sagen, wir wollen das. Richtig. Sehr schön. So. Dann würde ich jetzt sagen, wie lange haben wir bis zur nächsten Wahl? Da kann man auch mal drauf gucken. Noch 15 Runden. Gut. Also. Ja. Haben wir noch nicht ganz 4 Jahre. Ich habe einen Vorschlag, weil ich merke, dass ich ganz langsam müde werde. Ja. Mein Vorschlag wäre, in die nächste Runde zu starten und mal zu schauen, wie wir denn dann finanziell aufgestellt sind. Und entweder schon so langsam den Feierabend einzuläuten oder noch so die ersten Weichen gemeinsam zu stellen. Finde ich gut. Also, nächste Runde. Blaming Media Buys. Unsere Gesundheit geht hoch, das ist sehr, sehr schön. Und wir haben wieder ein Dilemma. Illegale Einwanderungsamnestie. Jeder weiß, dass illegale Einwanderung, dass wir illegale Einwanderung in unser Land haben. Ein Vorschlag wurde hervorgebracht, dass existierende Immigranten eine Amnestie gewährt wird und wir sie als vollwertige Bürger willkommen heißen und sie damit auch Steuern zahlen können wie jeder andere. Also die Amnestie ablehnen. Die Amnestie ist verlockend für Steuer- und Recht- und Ordnungsgründe, aber es sendet eine furchtbare Botschaft. Die Menschen haben unsere Gesetze gebrochen und sind illegal hierher gekommen. Und wir würden sie belohnen. Offer Amnesty, wie auch immer, relaxed wir in unserer aktuellen Immigrationspolitik sind, ändert nichts am Status dieser Leute, den die Leute eh schon haben. Viele illegale Immigranten haben ihr Leben lang gearbeitet und hier gelebt. Und es macht wirtschaftlich Sinn und sorgt für eine bessere Gemeinschaft, wenn wir ihnen die Staatsbürgerschaft anbieten. Und weniger Schwarzmarktarbeit. Ja.
Naja, also ich neige dazu, das möchte ich vorab sagen, dem zweiten Vorschlag zuzustimmen. Das hat aber auch so ein Stück weit Praktikabilitätsgründe. Mhm. Also auf der einen Seite, die Leute sind einmal da. Was müssten wir tun? Also was machen wir dann mit denen, wenn wir wissen, dass sie da sind? Sie haben aber keinen Krankenversicherungsstatus, können im Zweifelsfall haben kein Konto, weil sie sind ja illegal hier. Ja. Das heißt, ganz automatisch entsteht da ein Schwarzmarkt. Das heißt, uns entgehen Einnahmen. Und dann mal rein von dieser wirtschaftlichen Position betrachtet, im Prozess wüsste ich nicht, wie wir dann mit den Leuten umgehen. Wir wissen ja dann, dass sie da sind. Schicken wir sie wieder zurück oder wie soll das jetzt funktionieren? Ja, genau. Insofern, die Leute sind doch einmal da und haben Kinder gekriegt im Zweifelsfall. Ich gehe davon aus, wenn ich diese zweiten Argumentation, wenn ich die richtig verstehe, dass auch hier nochmal bestimmte Bedingungen daran geknüpft sind, für wen das gilt. Und auch da kann man diskutieren, ob es denn gleich die Staatsbürgerschaft sein muss oder ob es auch, wie auch immer, Form von Aufenthaltsrecht ist. Ja. Aber rein vom Aufwand und aus der Wirtschaftsperspektive würde ich sagen, die zweite, das wären die Patrioten, aber definitiv gut. Nee. Werden sie richtig scheiße finden. Aber ich würde dir tatsächlich an dieser Argumentation folgen. Also bei mir wäre der Punkt gewesen, wir können dir nicht alle zurückschicken. Wie? Das würde immense Summen an Geld verschlingen, aber deine Argumentation von vorne bis hinten, der kann ich noch besser folgen. Das freut mich. Also man hätte auch einfach sagen können, dass man das aus so einer sozialen Ader heraus macht oder aus einer persönlichen Überzeugung. Aber wenn man das macht, käme dann automatisch der moralische Zeigefinger. Und insofern, finde ich, kann man das gut vom Inhalt und Prozess abarbeiten. Ja. Also, wir bieten die Amnestie an. Liberale finden es toll. Die Patrioten minus 12. Und die ethnischen Minderheiten plus 14. Super. Okay, wir haben 8 Milliarden Überschuss. Gucken wir uns das mal an. Unser GDP ist hier oben am Anschlag. Um Gottes Willen. Trotz CO2-Steuereinführung und unsere Schuld fällt langsam ab. Das ist toll. Gucken wir uns schnell die Probleme an. Das ist kein Problem, das ist ein Vorteil. Entschuldigung. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft stagniert. Umweltverschmutzung, Pollution geht runter. Massiv. Die Proteste bleiben gleich. Gig Economy hat einen leichten Knick nach unten bekommen. Die Wasserknappheit sinkt weiter, leicht. Fettleibigkeit geht weiter zurück. Doctor Strike bleibt gleich, überfüllte Krankenhäuser, ganz leichten Schnups nach unten gekriegt und die Asthma-Epidemie geht zurück, wenn auch nur leicht. Tja, Überschuss, wichtige Weichen gestellt für das Ingriffkriegen unserer Umweltproblematik. Das war ein sehr erfolgreicher Abend. Ja, würde ich auch sagen. Und wir sind auch wiedergewählt worden. Mit wir sind wie viel Prozent waren es? 98? 99. 99, Entschuldigung. Ja, wir sind mit 99% wiedergewählt worden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe beim letzten Mal haben wir auch kurz drüber gesprochen, oder war es schon das vorletzte Mal? Da gab es im Chat auch so, vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen nicht immer euren persönlichen Überzeugungen folgen, also Romy und ich. War mal so eine Anmerkung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir sind heute hier in Democracy 4 gar nicht so sehr, also wir sind unseren politischen Überzeugungen gefolgt, aber ganz viele Sachen, wo wir sagten, das wäre jetzt richtig und das würde ich gerne umsetzen, haben wir nicht umgesetzt, weil wir drängendere Probleme hatten. Und diese roten Probleme, die wir hier haben, die sind alle real da und also
Es wäre sehr, sehr spannend und das können wir uns auch mal überlegen, wie wir das denn mal machen, wenn wir einfach mal Umweltverschmutzung oder Klimaerwärmung oder die Wasserknappheit komplett ignorieren, was das macht und wie gut das simuliert ist. Weil zu einem Stück weit glaube ich, dass das zum Teil tatsächlich in der Realpolitik getan wird und an Ja. anderen Stellen gegengesteuert werden. Nur hier sieht man immer, in dieser, so wie die Simulation auch dargestellt ist, immer ein komplettes Bild, was ich irgendwie sehr, sehr spannend finde und dass man da dann auch gesteuert wird. Also ich würde sagen, es ist nicht zwangsläufig unser beider politischer Überzeugung, sondern es ist auch, wie das Spiel aufgebaut ist, wo es die Probleme klar aufzeigt, dass wir darauf reagieren, dass uns das auch ein bisschen leitet. Ist so ein Gedanke, der mir noch kam. Ich stimme dir zu, das würde es allerdings noch erweitern. Denn es ist auch nicht so, dass unsere politische Überzeugung nicht argumentationsgestützt ist oder nicht faktenbasiert Das wäre. stimmt. Und wenn wir Sachen nicht wissen, sondern nur so aus dem Bauchgefühl heraus denken, das könnte jetzt irgendwie das Richtige sein, dann sagen wir das auch. Wenn wir uns sicher sind und überzeugt sind, dann können wir dafür natürlich auch eintreten. Und in dem Spiel, das beschäftigt sich augenscheinlich mit den Herausforderungen an moderne Staaten, die wir auch sehen. Und da wäre es tatsächlich spannend, mal so einen kompletten Kontrakurs zu fahren. Wir haben ja bald Wahl und Wahl in den USA und im Sinne dieses Spiels und deren Zwischenelementen könnten wir auch überlegen, ob wir uns das mal angucken, diesen Politikfeldern, wie wirkt sich das denn aus? Im neuen Update hier von Democracy 4 kann man nämlich jetzt auch, ist die USA das zweite spielbare Land. Da will ich auf jeden Fall, habe ich noch nicht reingeguckt, aber das ist jetzt seit ein paar Tagen erst freigeschaltet. Das habe ich noch, mir noch nicht angeguckt, aber tatsächlich könnten wir das akut mal machen. Also Ansonsten einfach mal zu probieren. Das wird gut. kommt auf den Discord-Server und das letzte Wort hat Romy. Ja, vielen Dank für den Abend und dafür auch, dass wir das Ruder hier nochmal so rumgerissen haben. Ist super spannend, mit dir zu diskutieren. Ich freue mich, dass der Chat so live dabei ist. Und wir sehen uns nächste Woche. Habt Dienstagspolitik. alle einen wunderschönen Abend. Tschüss. Gute Nacht. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.